Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge Let's Play Okami. Und mit dieser schönen Musik kommen wir zurück, denn wir haben in der letzten Folge Orochi besiegt, sehr erfolgreich, würde ich mal behaupten. Und das wird natürlich jetzt gefeiert. Wir gehen mal ins Dorf, gucken mal nach. Was sagst du mir hier eigentlich? Ich fühle es, ich spüre es. Das uralte Monster verschwindet mit seinem letzten Schrei. Dieser Mann, Susanoo, hat eine unbändige und mächtige Kraft in sich. Hä? Ich spüre eine neue Kraft in Susanoo. Könnte das vielleicht Liebe sein? Wer weiß, du willst noch mehr sagen? Du bist neugierig wegen Susannes Liebesglück? Nun, er sollte wieder zurück sein im Dorf, aber ich kann ihn nirgendwo spüren. Vielleicht spricht er mit seiner Auserwählten an einem geheimen Ort. Du darfst deine Nase nicht zu sehr in seine Angelegenheiten stecken, mein Freund. Boah. Ich möchte aber wissen, was Susanoo hier macht. Schauen wir doch mal zu Susanoo. Möglicherweise stören wir ihn ja bei irgendwas Gutem. Ne? Okay, da unten ist er nicht. Dann müssen wir wieder hoch. Die Musik ist so schön. Ah. Ja, ich fühle mich relativ wohl inzwischen wieder. Denn, oh, hier sind alle. Hier sind ein Haufen Hunde. Ach so, hier ist Ome und der andere Köter. Okay. Was sagt denn ihr? Hey Freund, wo bist du gewesen? Hast du von Susanoo und diesem Monster gehört? Schon komisch. Eigentlich hat er immer versucht, Ärger zu vermeiden. Trinken wir auf ihn, den mutigen Krieger. Na, geht's dir gut, Wolf? Danke, dir läuft das Geschäft jetzt gut. Ich genieße einen kleinen Festtrunk. Ha, wenn ich so den Mond betrachte, das erinnert mich an Kaguya. Weißt du irgendwas von ihr, Wölflein? Ja. Oh, du hast recht. Wie könnte ein Wolf auch verstehen, was ich sage? Wie lächerlich. Warum hast du denn überhaupt gefragt, du Bambuskopf? Ja. So, und du? Oh, du siehst ja ganz zufrieden aus, Wolf. Hast du wohl gerade ein paar Monster aus deinem Territorium vertrieben, was? Weißt du, das Fest ist eine Gelegenheit, um unser heiligen Baum Konohana zu ehren. Vielleicht sind die Götter zufrieden mit uns und haben dir ihre Stärke verliehen. Genau, schauen wir doch mal zu Sakuya hoch. Hätte ich jetzt einfach mal behauptet. So gibt's gerade nichts Besonderes hier. Wir laufen einfach mal hoch zu Sakuya. Möglicherweise auch zu Herr Mandarin. Der müsste vielleicht wieder hier oben sein. Wo er auch immer steckt. Also, ich glaube, der Typ hat kein Zuhause. Der genießt es einfach nur sehr. Wow, ich wollte eigentlich gar nicht ins Wasser. Das hat mir jetzt den Speed genommen. Oh ja, hier ist auch irgendwas. Frau Mandarin, ich bin so froh, dass der Tanz meines Mannes dieses Jahr wieder so großartig war. Jetzt kann der Geist von Konohana, unserem heiligen Baum, zusammen mit dem Geist von Orochi in Frieden ruhen. Okay. Oh, wie wunderbar, ein wahrhaft erfreulicher Anlass. Susanoo besiegt Orochi und rettet Kushi. Es war, als ob die Legende aus der alten Zeit direkt vor unseren Augen erschien. Ich hatte gefürchtet, Susanoo würde seiner heldenhaften Abstammung Schande machen. Aber als ich sah, wie er in seiner Rüstung aus der Tür rannte, um Kushi zu retten, da war er das glänzende Abbild des großen Nagi. Oh, wie froh war ich, ihn so zu sehen. Hör. Natürlich habe ich Nagi nie selbst in Fleisch und Blut erblickt, aber sag, wo ist diese Susanoo jetzt hin? Ich wollte für Konohana tanzen, anstatt wie üblich den 8 Purification Sake zu opfern. Jedenfalls ist es alles seine Schuld. Er hat den Sake leichtfertig verschwendet. Ja. Auch gleich sauer sein. Ach, du interessierst mich nicht. Du siehst nach einem Nebenakteur aus. Wir gucken weiter. Susanoo, wo bist du? Ah ja, so ein kleines Fest darf auch mal sein. Nach einer so heroischen, großen Tat von uns. Was ist denn hier? Hey, hast du das Fest gerochen? Und das ist dir, du kommst mal vorbei, was? Nun, was denkst du? Gefällt dir mein neuestes Kunstwert? Aber nichts ist besser, als es aus der Nähe zu betrachten. Aber auch nicht von zu nah. Mach dich auf was Überwältigendes gefasst. Hier, bitteschön. Die am hellsten leuchtende Konstellation am Himmel. Das sagenumwobene Doppelspektakel.
Ein Wolf und Issun. Susanoo ist auch dabei. Sehr cool. Muhaha, hier bitte, beeindruckend, nicht? Ja, das ist echt nicht schlecht. Hier? Camellia? Wer ist Camellia? Wow, guck mal, guck Schwester, das Feuerwerk ist wundervoll. Stimmt, wir haben Glück, dass wir so ein Schauspiel während unseren Reisen sehen können. Was ist das hier? Diese Statue von Nagi wurde gebaut, um das Dorf zu beschützen. Siehst du, seine Statue wurde sogar noch tiefer drin aufgestellt als die Statue von Shiranui. Sie müssen ihn wirklich sehr verehrt haben. Aber ich wusste gar nicht, dass es noch eine Statue von Nagi gibt, die so groß ist. Okay, interessant. Gut, Susanoo haben wir auf jeden Fall gerade nicht gefunden. Das heißt, wir werden mal aus dem Dorf gehen, um möglicherweise neue Aufgaben, neue Abenteuer zu finden. Ja, gucken wir mal. Vielleicht, eins möchte ich noch schon überprüfen. Vielleicht bei Kushi zu Hause. Na komm. Das ist nicht Kushis Sauce, das ist nur die Mühle. Mmh. Fast. So, hier aber, ne? Okay, da hinten verstecken sie sich auch nicht, passt. Dann gehen wir jetzt wirklich raus. Ich habe so das Gefühl, Susanoo finden wir jetzt hier nicht. Kushi ebenfalls nicht, also von daher egal, gehen wir weiter. So. Was glaubst du, wohin du gehst? Jetzt ist deine Zeit zu feiern. Okay. Ich will aber raus. Ich darf nicht raus. Ich muss wahrscheinlich nur mit irgendjemandem reden, den ich wahrscheinlich mit dieser unwichtigen Nebendarstellerin und den Kindern habe ich auch noch nicht gesprochen. Komm. Mushi. Hey, es ist der neue König im Löchergraben, Schneeflocke. Hayabusa wird für immer mein bester Freund sein. Schließlich hat er mir das Leben gerettet und ich schiebe mich voll weg. Wir werden Rettiche ausgraben wie niemals zuvor. Okay. Ume. Ich wusste, dass du es warst, der den fürchterlichen Orochi besiegt hatte. Das war eine ganz schöne Heldentat. Ach, komm schon. Wir hatten auch eine Menge Hilfe von Susanoo, weißt du? Du hast Orochi besiegt und das Dorf gerettet? Tut mir leid, dass ich durch andere Verpflichtungen gebunden war und nicht helfen konnte. Ach, entspann dich. Ein Hund muss nun mal tun, was ein Hund tun muss, stimmt's? Ja, geil. So, dann brauche ich nur noch hier... Da, dich hier. Okari. Ätsch, bätsch. Kannst mich nicht fangen. Mushi ist wieder ganz aufgekratzt wegen dem Rekord im Löchergraben. Sogar Ume kann im Löchergraben nicht mit Hayabusa messen. Nun, ich schätze, ich muss meinen eigenen Herausforderungen stellen. Halt, du redest doch weiter. Ja? Das ist vielleicht das letzte Mal, dass ich mit Mushi spiele. Nein, wird's nicht. Keine Angst. Verstehst du, ich muss mich neuen Herausforderungen stellen. Ich möchte die Welt sehen und ein richtiger Mann werden. Genau wie Susanoo, aber ich werde niemals die Zeit vergessen, die wir beim Fischen verbracht haben, Hündchen. Alright. Sind sonst noch irgendwo in irgendwelchen Häusern irgendwelche Leute? Dass wir auch wirklich alles sehen. Ja, da ist nichts mehr. Gut. Dann fehlt jetzt eigentlich nur noch diese Dame, die... Oder ich muss einfach das Fest vergehen lassen. Oh, hier kann ich was graben. Yay! Korallenfragment. Okay. Ich kann ja theoretisch auch den Tag werden lassen. Möglicherweise muss ich das machen, aber ich rede jetzt trotzdem nochmal ganz kurz mit der etwas wohlgeformteren Dame da oben. Einfach nur zu gucken, was die mir noch erzählt. Vielleicht hat die ihr neuesten Klatsch. Tratsch und Klatsch. Klatsch und Tratsch, so sagt man eigentlich. Egal. Weiter. Ja. So. Hier. Hi. Feuerwerk.
Habe ich echt nur mit ihr reden müssen? Eine Pfote! Was auch immer das ist. Eine Möhrrübe. Möhrrübe? Und das ist ein großes Feuerwerk, wirklich großartig. Und dieses Jahr ist es so hübscher als jemals vor. Mann, es gibt nichts Besseres als ein gutes Fest. Zu Hause bin ich immer die ganze Zeit auf Feste gegangen. Oh, ich habe nicht an meine Mama oder sowas gedacht. Auf jeden Fall, Emmy, kannst du nicht weiter nur faulenzen. Beherrschst du überhaupt die Namen aller Pinseltechniken? Bis jetzt hast du 9 gefunden, lass mal sehen. Wir haben Restauration, Kraftstreich und Sonnenaufgang. Da haben wir dann noch die dreiteilige Technik der Götter der Flora. Du weißt schon, Blühen, Seerosen und Rebe, welche als eine zählen. Und dann gibt es da noch Kirschbombe, Wasserstrahl, Mondschein, Sturmwind und Inferno. Ich frage mich, wo die anderen 4 Pinselgötter wohl stecken. Die verbleibenden 4 Pinseltechniken sind am schwersten zu finden. Wir haben das ganze Land abgesucht. Jetzt, wo wir uns um Orochi und das alles gekümmert haben, ist es vielleicht an der Zeit, die Hauptstadt zu besuchen. Wenn dort mehr Menschen sind, dann könnte es dort mehr Götter geben. Lass dich davon nicht runterziehen, Emmy. Ich habe Susanne und Kushi hier schon lange nicht mehr gesehen. Ist ja wohl klar, was sie treiben. Aha! Ich meine, ein Mann und eine Frau verschwinden während dem Fest. Aha! Das ist ja wohl eindeutig. Sie haben einen Narren aneinander gefressen. Ich würde jetzt nicht nach ihnen suchen gehen, wenn ich du wäre. Aha! Gut, dann suchen wir mal nicht weiter. Lassen wir den beiden Liebenden ihr Glück. Und verschwinden aus dem Dorf. Jetzt müsste es auch gehen. Tatsächlich war die olle Frau hier die letzte, mit der ich sprechen musste. So. Laufen wir. Laufen weiter. Und laufen noch ein Stück weiter. Jetzt aber hier raus. Nun, damit wäre das diesjährige Fest wohl auf dem Höhepunkt. Ich hoffe nur, sie werden nächstes Jahr genauso viel Spaß haben. Nun, Felknoll, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir zur Hauptstadt aufbrechen. Wir müssen die anderen 4 Pinselgötter finden. Alrighty. Dann suchen wir die anderen 4 Pinselgötter. Und es wird Tag. Ja, die Hauptstadt, oh. Sakuya. Amaterasu. Du hast nur deine Pflicht erfüllt und willst jetzt schon gehen? Mein Herz schmerzt bei dem Gedanken daran, dass wir getrennt sein werden. Sakuya, du hättest doch nicht den weiten Weg herkommen müssen, nur um auf Wiedersehen zu sagen. Junge, du bist ganz schön verspannt für einen Baumgeist. Aber in dem Moment, als Orochi verschied, sah ich ganz deutlich einen wirbelnden schwarzen Nebel. In meiner Verwirrung spürte ich ein anderes Böses als das von Orochi. Ich bin mir nicht sicher, was es gewesen ist. Ist da noch etwas anderes am Werk? Shinshu ist wiederhergestellt worden. Darüber gibt es keinen Zweifel. Aber die gefolterte Natur schreit auf in anderen Teilen von Nippon. Besonders erschütternd sind die Rufe aus der Hauptstadt. An der Ryoshima-Küste hinter der Brücke von der Taka-Ebene. Nun, wir hatten eh vor, diesen Ort zu besuchen. Die schwarze Essenz, die aus Orochis Hülle kam, sie hat sich auch zur Hauptstadt hinweg bewegt. Ich weiß auch nicht genau, was das bedeutet. Was ich weiß, ist, dass was immer auch diese Welt ins Chaos gestürzt hat, ist noch nicht fertig mit uns. Diese Prüfung ist noch lange nicht vorbei. Ist das alles? Kein weiser Rat für uns Helden? Es tut mir leid, Kleiner. Ihr werdet euch vielen Herausforderungen stellen müssen. Aber ich weiß, auch wenn ihr erschöpft sein werdet, meine Stimme klackt gerade ab, sorry. So werdet ihr doch siegen. Der Weg, auf dem ihr reist, ist voller Gefahren. Aber ich bete, dass der frische Duft der Blumen euch immer beschützen wird. Amaterasu, Isun, ich wünsche euch eine sichere und erfolgreiche Reise. Sie ist fort. Eine sichere und erfolgreiche Reise? Nachdem sie das andere gesagt hat? Hör doch auf! Aber ich habe immer gewusst, es wird nicht einfach werden, alle Pinseltechniken zu bekommen. Auf zur Hauptstadt! Erster Halt, die Zugbrücke auf der Taka-Ebene. Genau, da wo es das letzte Mal nicht weiterging, wo wir schon mal waren. Da sind wir hergekommen, okay. Genau, wir gehen jetzt erstmal zur Taka-Ebene. Möchte es hier keine Meerjungfrauenmünze verschwinden, muss ich ehrlich sagen. Da sind wir ja schnell dort. So. Wir müssen nur einmal kurz hier
Zum Agathewald. Der ist hier. Da versuchen wir jetzt einfach hier durchzukommen. Was man jetzt, glaube ich, übrigens auch machen können, was ich jetzt noch gar nicht gezeigt habe, ist... Ich glaube, es funktioniert. Ich bin mir gerade nur nicht sicher. Halt, falsch. So. Genau. Wir können mit dem Seerosenblatt sozusagen schwimmen, indem wir den Wind lenken. Aber es ist auch nicht sehr viel schneller, als wenn wir so schwimmen würden. Und einfach hier, wo wahrscheinlich ist es sogar sehr viel langsamer. Aber hier ein Seerosenblatt zeichnen. Und weiter geht's. Okay. Agathewald ist nicht so schnell, nicht so groß. Dementsprechend werde ich den auch ganz kurz durchqueren. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Egal. Oh, hier ist ein Schatz. Hui, blühen. Ein Reiseglücksbringer. Ich weiß zwar nicht, ob ich die jemals benutzen werde, weil es eigentlich irgendwie voll unsinnig ist für mich. Ah, okay. Egal. So, dann laufen wir mal, meine Freunde. Laufen wir. Wir müssen hier rein und dann entlang. Okay. Oh, hier kann ich was füttern. Vögel, 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 bleibt da. Ihr kriegt hier was zu fressen. Perfekt. Ja, in letzter Zeit bekommen wir nicht mehr ganz so viel Glück wie am Anfang. Ich hoffe, das ändert sich dann nochmal. Oh, hier ist auch wieder so ein Steinchen. Wow. Ist vielleicht mal runtergefallen. So. Ja, wir schauen uns auf mit der Uhr. 3 Minuten haben wir noch ungefähr. Passt. Kommen wir auf jeden Fall bis zur Brücke noch. Also, das schaffen wir locker. Müssen wir ja eh nur ganz kurz hier das Feld durchqueren. Und dann sind wir schon da. Ah, die Maulwürfe sind auch wieder da. Mit denen will ich mich aber ehrlich gesagt nicht mehr an. Oh, hier sind Blätterhaufen. Blätterhaufen! Wir können ja jetzt Wind beherrschen. Dementsprechend Blätterhaufen weg. Das hier wird ausgegraben. Und ein Korallenfragment für uns. Ja, gibt alles irgendwann mal Geld, wenn wir es brauchen. Ja. Hier geht's entlang. Die Monster ignorieren wir heute einfach mal. Und das kleine Bächlein wird hier auch überquert. Passt. Alles super. Gut. Da können wir immer noch nichts machen. Das ist ja dieses komische gelbe Kreuz, was da auf dieser Plattform ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir dafür brauchen. Aber gucken wir weiter. Genau, hier sind wir wieder bei der Zugbrücke. Das letzte Mal... Ah, okay. Die Phönixe brennen jetzt auch wieder. Wunderbar. Dann reden wir doch mal kurz mit dem Bogenschützen. Oder warte mal. Ich glaube, der hat ja das letzte Mal was erzählt von wegen, dass er Feuer rüberschickt, um... Ja, damit die Zugbrücke runtergelassen werden soll. Wir zünden jetzt einfach mal den Pfeil an. What? Das war jetzt nicht unbedingt das, was ich eigentlich erreichen wollte. Ich wollte doch einfach nur, dass sie die Zugbrücke runterlassen. Gut, die Zugbrücke kommt runter, aber ich wollte eigentlich nicht alles zerstören. Was um alles in der Welt? Das ist ja furchtbar. So etwas ist noch nie vormals passiert. Mein Pfeil stand auf einmal in Flammen. Ach nein, das erinnert mich daran, dass ich ja etwas in der Stadt zu erledigen habe. Nun, zu sehen, wie die Zugbrücke wieder unten ist und alles. Da gehe ich mal besser wieder auf meinen Wachposten. In der Stadt. Und das sage ich nicht, nur um mich zu verdrücken, um Abenteuer zu erleben. Yoshi, der große Bogenschütze, würde niemals von so einer Tat träumen. Nun, auf Wiedersehen und viel Glück. Und er verliert lauter Essen. Ach ja, das war der, der mir immer was zu essen gegeben hat.
Komm, das dürfen wir nicht verschwenden. Muss alles gegessen werden. So, okay. Die Zugbrücke ist auf jeden Fall unten. Und bevor wir... Hier schaue ich mich dann mal kurz um. Vielleicht ist da ja irgendwas. Ich sehe schon, glaube ich, ein bisschen was lila schimmern. Das werden wir aber erst in der nächsten Folge machen. Dankeschön, meine lieben Freunde, fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.